Mein Name ist Christian Saure, ich bin DIT auf Werbefilm- oder Kinofilmproduktion, auch Serien. Zusammen mit der Firma Bandpro kam die Idee zustande, dass wir einen Monitortest machen, weil es gerade eine Vielzahl an Monitoren gibt, gerade in der neuen 4K- oder HDR-Range. Die Idee hinter dem Monitortest ist herauszufinden, was die verschiedenen Monitore bieten am Set, für wen welcher Monitor ist, welche Voraussetzungen ein Monitor erfüllen muss, um setfähig zu sein. Ich bin Kitty Scharinger, ich bin bei Bandpro Sales Manager und verkaufe unter anderem auch Monitore und Videofunkstrecken. Kunden fragen uns oft, ob die technischen Daten zum Beispiel auch wirklich damit übereinstimmen, wie der Monitor dann ausgeliefert wird. Die Maße an sich, ob die passen, Schutzfunktionen, sei es Schutzscheibe, ob es einen Hut gibt, ob es einen Case dafür gibt, dass man eventuell individuell dazu kaufen kann, aber ob man sich eins bauen muss. Also UHD-fähig oder 4K-fähig, ob sie HDR können oder nicht, die Stromfunktionen, ob man da irgendwas Spezielles beachten muss oder nicht. Die wichtigsten Faktoren für mich als DIT am Set sind eigentlich, dass der Monitor ein gutes Panel hat, dass die Auflösung stimmt, dass die Farbgenauigkeit stimmt, dass er relativ farbtreu ist. Für den Test haben wir uns einen Workflow überlegt, einmal eine technische Kalibrierung, dann eine subjektive Kalibrierung per Auge. Wir haben anhand von Testbildern und Testvideos dann quasi eine Basis herstellen können und im Anschluss haben wir dann die Auswertung gemacht. Wir haben als Herzprogramm das Kalman Studio. Dieses sendet quasi Daten an unseren Pattern-Generator, den Fabrics, in dem quasi ein geeichtes Signal erzeugt wird, was dann quasi in den Monitor geht. Von der Probe, in diesem Fall die X-Rite i1 Pro, wieder ausgelesen wird, die dann quasi diese Information, die sie gemessen hat, weitergibt wieder in das Programm. Der Unterschied, der quasi von ausgesendeten Programm und auch von dem gemessenen Programm entsteht, quasi der sagt uns dann, wie genau die Farbwiedergabe ist. Der Test an sich war in erster Linie wirklich kalibrierungsmäßig gedacht. Da wollten wir auch wirklich mitteilen unseren Kunden, was ist kalibrierfähig, sind sie kalibrierfähig, muss man auf irgendwas achten, sei es Stromfähigkeiten oder Stromversorgung, die Monitor-Mounting-Optionen, ob man die auf ein Stativ stellen kann oder nicht, wie schwer sind sie, wie sind sie preis-leistungsmäßig, sind sie laut durch einen Lüfter, kann man sie schützen mit einer Schutzscheibe oder dergleichen. Und bei der Kalibrierung auch wirklich, wie einfach sind sie zu kalibrieren? Haben sie ein eigenes Tool, mit dem man kalibrieren kann? Muss man einen riesen Workflow beachten? Oder braucht man spezielle Geräte, um es zu kalibrieren? Solche Sachen. Favoriten für mich persönlich waren der Sony X2400 als 4K HDR-Monitor und also der LCD-Panels und der Small HD 22 Zoll OLED. Einfach weil der OLED nochmal eine ganz andere Technologie hat, tiefe Schwarzwerte und eigentlich der setfähigste Monitor ist. Der Sony X2400, sehr guter Monitor, wahnsinnig guter Monitor. Er baut ein bisschen sehr aus, also in die Tiefe, aber das Panel ist definitiv unschlagbar. Die Menüführung, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber wenn man die einmal verstanden hat, hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Hier haben wir den Small HD. Cine 24 Monitor, schön kalibrierbar, überschaubar, umfangreich. Hat einen riesen Vorteil, dass ähnlich wie der OLED 22 hier diese Formumplatte einfach reinschiebbar ist. Man kann entweder einen Akku verwenden oder beide. Man hat noch dazu hier zweimal 2-Pin-LEMU-Ausgänge, inklusive USB-C auch Ausgänge, um mal schnell Handy zu laden oder dergleichen. Die Möglichkeit, eine Schutzscheibe drauf zu geben, ist gegeben. Auch hier einfach einschieben, zuklicken, fertig, hutfähig. Das wäre der Atomos Neon 24. Ganz schön, weil er überall Mounting-Optionen hat, umherum, Seite und oben. Der hat die Recording-Funktion an sich, also hinten einfach mit einem SSD-Harddisk reinschieben, aufnehmen und fertig. Das einzige Manko bei dem ist die Bedienbarkeit, weil man eine App braucht, um irgendwas zu steuern. Tatsächlich habe ich gar keinen Favoriten. Das ist wirklich davon abhängig, welche Berufsgruppe man hat oder in welcher Berufsgruppe man ist und welche Anforderungen an den Monitor selber gestellt werden.
die Small HDs überzeugen definitiv mit der Set-Fähigkeit, mit den Stromversorgungen, mit den Outputs, 2-Pin und USB. Sie sind leicht, sie sind gut zu handeln, sie haben gute Mounting-Möglichkeiten. Sei es hinten mit VESA-Mount oder umherum mit einem Monitorarm. TP-Logic ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist stabil, er ist halt laut. Durch die ganzen Lüfter, die eingebaut sind, ist er relativ laut. Aber er ist auch einfach zu kalibrieren, sei es technisch zu kalibrieren oder auch manuell zu kalibrieren. Der Atomos hat die Funktion, dass man mit einer SSD-Karte mit aufnimmt. Ist nett, wenn man sowas braucht. Er ist mit der Bedienbarkeit ein bisschen schwieriger durch diese App-Steuerung. Die Sonys sind ein bisschen schwierig mit der Bautiefe, aber ansonsten vom Panel her definitiv unschlagbar.